In diesem Video wird der Partnercheck aus zwei verschiedenen Perspektiven dargestellt, aus Sicht des Kletternden und aus Sicht des Sichernden. Als Sichernder überprüft man als erstes die Gurtverschlüsse des Kletternden, ob diese richtig zugezogen sind und ob der Gurt richtig sitzt. Beim Anzahl Knoten und Anzahl Punkt wird kontrolliert, ob der Knoten richtig und fest ist und ob genug Restseil vorhanden ist. Bei der Überprüfung des Sicherungsgerätes wird das Seil mit der Bremshand gehalten, um einen Zugtest durchführen zu können. Als letzter Punkt wird wieder der Knoten im Seilende überprüft. Als Kletternder werden zu Beginn wieder die Gurtverschlüsse des Sichernden überprüft. Beim Sicherungsgerät des Sichernden wird zuerst gecheckt, ob das Seil richtig eingelegt wurde und anschließend der Karabiner mit einer Hand umfasst, um zu überprüfen, ob er sich öffnen lässt. Ein Zugtest zur Funktionsüberprüfung des Sicherungsgerätes kann natürlich auch durchgeführt werden. Zu guter Letzt wird wieder der Knoten am Seilende überprüft.